Ladies and Gentlemen, wir sind bei einer weiteren Zeitreise. Heute geht es zurück ins Jahr 2019, zum 17. November 2019, um genau zu sein. Und dort gab es den Brasilien Grand Prix und wir fahren mit dem Mann, der dort den zweiten Platz belegt hat und damit seine allererste Podiumsplatzierung, und zwar Pierre Gasly. Damals noch mit dem Toro Rosso, mittlerweile ist das ja AlphaTauri. Und nächstes Jahr fährt er sogar im Alpine, was ich eigentlich eine sehr geile Sache finde. Koppelt sich quasi von Red Bull komplett los. Und den großen Preis von Brasilien, der war eigentlich ein Rennen, in dem nicht mehr viel entschieden worden ist. Trotzdem ist dort viel passiert. Als allererstes, ein Rennen zuvor in den USA, stand Lewis Hamilton schon als Weltmeister fest mit 67 Punkten Vorsprung auf Bottas, der Vize-Weltmeister wird. Und zum Zeitpunkt vor dem Rennen war Charles Leclerc noch auf dem dritten Platz mit 132 Punkten zurück. In der Konstrukteurswertung standen die ersten drei Positionen ebenso fest. Hier ist zu nennen Mercedes mit 216 Punkten vor Ferrari und mit 329 Punkten vor Red Bull. Also eine sehr dominante Saison mal wieder von Mercedes. Danach kam 2020 und danach 2021. Wir wissen alle, wie das geendet ist. Und genau hier, wo wir jetzt sind, haben sich die beiden Ferrari, damals noch Sebastian Vettel und Charles Leclerc, abgeschossen. Und ungefähr so, vielleicht ein bisschen schlimmer, wie es jetzt gerade gewesen ist, hat das ausgesehen. Auf jeden Fall eine Katastrophe für die Ferrari-Fans. Das Problem ist, das hat sich ja bis heute leider nicht geändert. Also Ferrari hat ja leider, die stehen sich, dieser Unfall ist quasi symbolisch für die diesjährige Saison. Ferrari steht sich in der Regel selbst im Weg. So, und jetzt kommen wir hier gleich an die Stelle, an der Albon abgeschossen worden ist, eine Kurve zuvor. Und dort hat dann Lewis Hamilton eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Albon hat sich halt durch den Dreher auf den vorletzten Platz befunden, dadurch, dass er halt eine Safety-Car-Phase vorher war. Und das wäre das erste Podium für Albon gewesen. Und das ist sehr ärgerlich, das ist wirklich sehr ärgerlich, vor allem, weil Albon da ja schon sehr unter Beobachtung war, weil er leider hinter seinen Leistungen zurückgeblieben ist. Sainz hat übrigens in dem Rennen auch sein allererstes Podium geholt in der Formel 1. Und wer sich ein bisschen die Ingame-Szenen angeguckt hat, der wird erkennen, heute fahren wir ausnahmsweise ohne Ideallinie. Ja, ich habe ja die Ideallinie für mich mal testweise ausgeschaltet, da ich auch eigentlich über kurz oder lang die Ideallinie abschalten möchte. Und jetzt habt ihr gesehen, warum ich eigentlich die ungern abschalte, weil ich mich da ein bisschen sehr verbremse. Und das war's mit dem gelben Frontflügel dann. Das ist halt sehr ärgerlich in einer Koop-Karriere, wo du halt keinen Rewind nutzen kannst. Den nutzen wir hier übrigens auch nicht. Ich habe gesagt, alles klar, wir ziehen das jetzt mit dem gelben Frontflügel durch. Man muss es ja ein bisschen mal lernen. Und ich finde, Brasilien ist dafür eine sehr, sehr, sehr interessante und gute Strecke, um das so ein bisschen Gefühl zu kriegen. Ist das was für einen? Ist das nichts für einen? Wahrscheinlich ist Spanien auch eine gute Strecke dafür, aber ich hatte jetzt auf jeden Fall mit Brasilien keine Probleme. Und ich denke mal, es wird auch in Zukunft, demnächst, da könnt ihr den Channel natürlich abonnieren. Und wenn das wieder erschienen ist, steht das jetzt auch oben rechts. Es wird eine Traktionskontrolle Pro und Contra, nicht Traktionskontrolle, es wird eine Ideallinie Pro und Contra Liste geben. Wahrscheinlich auch eine Traktionskontrolle Pro und Contra Liste, aber das war jetzt nicht Thema. Aber als allererstes wird das wahrscheinlich in der Formel 1 Pause, also nach der Saison, müssen die Sonntage ja auch noch irgendwie gefüllt werden. In der Regel lade ich ja momentan Sonntag hoch.
Und finde ich eigentlich eine ganz gute Zeit, immer sonntags. Jetzt gehen wir gleich in die letzte Runde. Und ich finde es auch einfach optisch schöner, wenn da keine Ideallinie ist. Und jetzt kommen wir zu einer sehr kontroversen Szene. Ihr seht jetzt oben links aus der Verfolgerperspektive und unten rechts einmal den Move. Und ich bin mir da sehr unsicher. Ich muss sagen, auf der einen Seite, ich bin in den Track Limits geblieben. Auf der anderen Seite ziehe ich halt hart rüber nochmal am Ausgang der Kurve. Hoppala. Schreibt mir gerne in die Kommentare, hätte ich den Platz zurückgeben müssen? War das okay? Gäbe es dafür vielleicht eine 5-Sekunden-Strafe? Ich habe leider keine andere Szene außer diese beiden zur Verfügung. Und anhand dessen würde ich sagen, es ist grenzwertig, aber es war noch okay. Es war, also viel schlimmer hätte es nicht sein dürfen. Also eine Black-and-White-Flag hätte ich dafür auf jeden Fall verdient gehabt. Meiner Meinung nach. So, und dann biegen wir jetzt quasi auf die vorletzte Kurve ein. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier offiziell als Kurve gewertet wird. Aber dann fahren wir jetzt durchs Ziel von 18 auf 13. Driver of the Day haben wir auch noch bekommen. Das werdet ihr gleich im Outro sehen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Brasilien Grand Prix. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf dem Channel. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Heute bringst du mich in eine echte Zwickmühle, aber ich glaube, ich entscheide mich für Pierre Gasly. Er hat in Drucksituationen einen kühlen Kopf bewahrt und das meiste aus schwierigen Situationen.